Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir gehen zu Professor Fig. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Und machen da mal die Story weiter. Achso, wer noch nicht auf YouTube an der Umfrage teilgenommen hat, wegen den Folgen für die anderen Häuser, einfach auf YouTube gehen. Ausrufezeichen YouTube oder halt für Leute, die halt auf YouTube sowieso schon sind. Bei der Community einmal gucken. Ja, ich glaube, im Sommer schwitzt man da sehr, sehr, sehr viel. Glaube ich. So. So, ich wollte mal gucken, was wir hier so eingesammelt haben. Also uns fehlen noch ein paar Sachen auf jeden Fall. Okay. Was haben wir denn noch ver... Hä? Da. Ach, wir haben so eine komische Maske gekriegt. Hat später nicht noch so einen Webstuhl? Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich sollte für den fast kopflosen Nick verdorbenen Rinderbraten aus der Küche holen. Fauligen Rinderbraten? Ja, das kam mir auch seltsam vor, doch dann gaben wir den Braten Sir Potmore von der Jagd der Kopflosen und... Sie haben die kopflose Jagd getroffen? Das muss wirklich interessant gewesen sein. Ja, und dann musste ich Richard Jackdos Kopf bei den Kürbissen finden und erfahren, wie er gestorben ist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdor? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin... Und direkt neben Jackdors Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja, und weil Jackdor der Karte bereits gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wie zum Henker sind wir jetzt hier hingekommen? Ach so, ist der Raum. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Zufällig. Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Oh, Peeves. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Nee, mehr als gespannt. Okay, ich nehme mal weg. Und das war die ganze Zeit hier unten. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, du musst das Buch in der Mitte legen. Sieht vielversprechend aus. Das ist cool, Alter. Holy shit.
Da ist Hogsmeade. Und hier... Ich wollte gerade fragen, welche Karte... Der verbotene Wald. Und natürlich... Ja, Hogwarts. Okay, Hogwarts sehe ich, aber... Beeindruckend. Ich verstehe die Karte nicht. Aber der Professor fehlt. Wenn du das nur sehen könntest. Ach, guck mal da. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Und das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Der Shield. Und Sie, junge Freundin, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn sie sich würdig erweisen. Also Schieden die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Ach, das war sein Gringotts-Gewölbe. Da war das ein Gringotts-Gewölbe. Ich hab ne Scheiß. Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts... Das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles war keine Prüfung? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen Ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was Sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was Sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Tue ich. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Bin ich aber mal gespannt. Wollen wir nachsehen? Klar, warum nicht? Ich bin ja mal gespannt, wo die ist. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein. Da sind wir dran vorbeigeflogen. Recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Die Hauselfenköpfe sind nicht aus Stein. Der angebrachte Kopf eines alten Hauselfen ist die Beschreibung. Ach du Scheiße! Echt jetzt?
Oh. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Tor. Also ich habe Köpfe bei mir an der Wand hängen. Okay, alles klar. Und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Yay! Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Okay. Ich sage ja immer... Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Oh, Galatius. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Das war aber keine Lehrerin, oder? Oh, ich kann Professor Fick direkt kennenlernen. Akio. Yay, noch eine Buchseite. Juhu. Warte, ich muss mal irgendwas nachgucken. Okay, wir sind bei 11 Minuten. Revelio. Wollen wir gerade mal gucken. Das Wingardium Leviosa? Wie auch immer ich da reinkomme. Was ist er denn jetzt? Hä? Wo ist er denn jetzt? Habe ich den jetzt durch die Wände gehört oder was? Ich wollte euch was zeigen, wenn ich gerade mal hier unten bin. Ich muss mal gerade mal was gucken. Revelio. Ich muss euch was zeigen. Das habe ich nämlich letztes Mal gesehen. Huch! Sie jagt wieder ihn mit einem Beil? Aber wo ist denn das? Mal gucken. Wo war die Küche? Ja, ich renne immer bei Professor Binz ins Zimmer. Hier bin ich definitiv falsch. Revelio. Hier ist nix. Wo war noch mal die Küche? Die war doch irgendwo. Küche. Hier und dann. Ja, das ist. Hier ist das komische Gewächshaus. Da ist das Gewächshaus. Alter, ich... Revelio. Hier ist ein Schlüssel. Warte mal. Dinge mal eben auf. Das ist es. Ja, ich weiß, dass die Küche unter der großen Halle ist. Das weiß ich. Revelio. Teleportieren uns jetzt einmal. Große Treppe.
da wir eben einmal hin. Revelio. Muss ich mal eben gucken, wo das ist. Getränke, Öl, der Zauberkunst, ungeheuer. Nichts geht über Spiel mit Feuer. Ich hätte mir gewünscht, dass die Dinger sich nach der Zeit irgendwie ändern. Wisst ihr, wie ich das meine? Muss ich gucken, wo finde ich jetzt die Küche? Die war hier unten, die ist irgendwo unten. Was haben Sie jetzt vor? Hier? Ist die? Revelio. Ah. Wo sind die beiden? Ich finde die Behausung immer noch so süß. Wo sind die? Nein! Die sind da nicht drin. Das ist ja frech. Warte mal. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Warte mal, machen wir mal eben Tag. Ich glaube, mein Spiel hat eine Alarmacke. Seht ihr das hier? Ich glaube, mein Buch hat einen weg. Ist das das? Ich glaube, mein Spiel hat einen weg. Wir haben Aufträge. Können wir mal gucken. Dependum Glacius. Ja, mein Buch bringt dich in die Matrix. Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass das so soll. Ich glaube nicht, dass das so Sinn und Zweck der Sache ist. Machen wir da hinten, machen wir mal. Jetzt wird mal ein Gedanke. Ja, ich will. Das ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. So. Komm mal. So, hier irgendwo in der Nähe waren ein paar Aufgaben, die wollte ich machen. Aber hier sind anscheinend keine. Warte mal, da sind Schmetterlinge. Ich wollte den Schmetterling. Ich frage mich, ob sie das ernst genommen haben mit Ron, mit dem, warum können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Wisst ihr, wie ich das meine? Im zweiten Teil hat ja Ron gesagt, warum immer Spinnen? Warum Spinnen? Warum können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Und ich glaube, da haben die sich gerade echt sehr gut dran gehalten. Alter, da unten. Akio! Okay, ich mach erst. Levioso. Alter! Bitte gerne. Danke. Akio.
Expelliarmus! Levioso! Incendio! Accio! Confringo! Levioso! Defendo! Accio! Confringo! Levioso! Accio! Defendo! Oh! Confringo! Accio! Na, das war? Confringo! Ja, ne? Ja, weil mir ist das mal so eingefallen, dass Ron halt gesagt hat im zweiten Teil, Spinnen, warum immer Spinnen? Warum müssen wir den Spinnen folgen? Warum können wir nicht einfach den Dings folgen, den Schmetterlingen? Ich weiß, ja, ihr könnt's ruhig sagen, Chat, ich bin verkackter Harry Potter Nerd. Ist okay. Levioso. Accio. Confringo. Defendo. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Cool. Warte mal, da vorne ist es auch noch was? Confringo. Accio. Levioso. Wingardium Levioso. Revelio. Ja, kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen. Ich bin bei euch, im Gegensatz zu euch, ein Harry Potter. Harry Potter kackt da Nerd. Da vorne wollte ich hin. Was ist denn hier? Kann ich noch höher? Ist hier. Warte mal. Hier ist die. Ist das nicht der Turm? Landen ist im Moment nicht ver... Oh Gott. Scheiße. Das ist mein Gehirn nicht so weggebracht. Wie heißt das? Wer hoch fliegt, kann auch tief fallen? Kacke. Oder wie war das? Da vorne ist der Professor, aber den ignorieren wir jetzt mal ganz kontert. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Du weißt eher, dass hier die ganzen Infernis sind. Levioso, Expelliarmus, Incendio! Accio! Confringo! Defendo! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Confringo! Defendo! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Incendio! Accio! Nehmen wir den Moment. Bitte.
Nehmen wir die Köpfe mal alle mit. Revelio. Ich hab's irgendwie nicht so mit dem Fliegen. Also nicht wirklich. Ich bin nicht so gut im Fliegen, auf jeden Fall. Accio. Ne, warte mal. Wingardium Leviosa. Hier wegnehmen kann ich die nicht. Warte mal. Hä? Oh, warte mal. Wingardium Leviosa. Das hab ich. Hä? Wingardium Leviosa. Accio. Impulso. Kann ich das drehen? Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Impulso. Wie habe ich das da oben gedreht? Hä? Accio. Wingardium Leviosa. Okay, das raff ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war ich ein anderes Mal. Das raff ich so nicht irgendwie. Der Milchshake-Zauber? Ach so. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay. Hier hinten wollte ich noch hin. Warte mal, da ist noch nur eine Höhle. Oh, guck mal da. Accio. Expelliamus incendio. Levioso. Confringo. Accio. Es könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Haben wir das? Revelio. Ja, was ist... Wingardium Leviosa. Warte mal. Impulso. Wingardium Leviosa. Ach, die anderen kriege ich dann nicht weg, oder was? Wingardium Leviosa.
Oh, warte mal. Also. Wingardium Leviosa. Nee, der muss nach unten. Confringo. Accio. Nee. Depulso. Ich hab Langeweile. Accio. Wingardium Leviosa. Kann ich den drehen? Wingardium Leviosa. Der muss wahrscheinlich genauso wie da sein. Nur wie krieg ich den umgedreht? Wingardium Leviosa. Ist eine lustige Frage. Wie krieg ich den umgedreht? Wingardium Leviosa. Geh! Komm raus da! Das war jetzt schwierigkeitsgedacht. Revelio. Das war jetzt schwierigkeitsgedacht. Holy shit. Das war jetzt schwerer als gedacht. Jetzt fliegen wir noch einmal darüber und dann. Das war schwerer als gedacht. Ho, ho, ho. Oh, guck mal da. Ja, wir machen uns dann nochmal einmal die Trolle. Die habe ich jetzt Bock. Die machen wir einmal. Levioso. Expelliamus. Incendio. Confringo. Findo. Protego. Accio. Levioso. Accio. Confringo. Findo. Levioso. Incendio! Expelliamus! Accio! Levioso! Incendio! Confringo! Findo! Hey! Stufe 26? Da war doch vorne noch einer. Accio! Confringo! Findo! Levioso! Accio! Expelliamus! Potero! Confringo! Findo! Hey! Yay! Troll-Hubbel! Revelio! Geile Scheiße.
Ich habe bei Crackrock schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Was war das? Wenn das nicht Nora Treadwells kleines Ringo. Levioso. Du hast genug von uns verwundet. Probier diesen Experiment. Und Ringo. Eine Revelio. Hey. Gehen wir mal dahin, wo ich die ganze... Oh, nee, halt, stopp. Das ist noch so eine fette... Oh, die sahen auch schon mal besser aus. Akio! Levioso! Akio! Incendio! Speriamo! Levioso! Akio! Incendio! Rebellio, incendio. Rebellioso, accio. Expelliamos, protego. Incendio. Rebellio. Accio, rebellio. Incendio. Expelliamos. Nicht mit mir. Hey. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Hey. Den kann ich anscheinend nicht töten, oder? Ah. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!